Moin, Genollis Modellbahnkeller. Heute haben wir hier den Autotransportwagen der Firma Roco aus dem Set 64198, ein Exklusivset für Reisezugwagen der EU. Und wunderschönes Modell, sehr filigran. Ich werde als erstes gleich die Achsen gegen Wechselstromachsen tauschen, weil ich ja Rückmelder habe. Und ein weiteres Projekt, deswegen dieses Video eigentlich. Ich würde gerne rote Rücklichter daran bauen. Ich bohre jetzt aber hier den Wagen nicht auf, mache den nicht kaputt oder so. Das mag ich nicht. Ich möchte das so haben, dass ich das eigentlich wieder zurückbauen kann. Deswegen kommen zum Einsatz die Fissmann, Zugschlusslaternen mit LED, zwei Stück. Die werde ich mir versuchen, da so einzubauen, dass ich hier unter der Autofläche, im Endeffekt hier so, die Elektronik habe. Da kommen Widerstände und so, zwei Stück. Dann werde ich von dem hinteren Drehgestell die Masse abnehmen und ich habe auf der anderen Seite schon eine stromführende Kupplung. Der Zug, an dem der Wagen angehängt wird, hat einen Schleifer und da bekommt er den Schleifer her. Und ich werde versuchen, einen Draht hier, und zwar einen alten dünnen Draht aus einer Motorwicklung, unten einzukleben hier ins Dach, das fast unsichtbar ist, und ich muss bloß noch den Sprung zu den Achsen mir aussuchen, aber das werde ich dann im Video zeigen, was ich da für Ideen habe. Ja, als nächstes tauschen wir also erstmal vorsichtig die Achsen und dann kommen wir zu den Schlusslaternen. Die Achsen sind getauscht. Wechselstromachsen sind drin. Achtung, das sind nicht die normalen, das sind kleinere Achsen mit 9 mm. Und ich habe gleich am hinteren Drehgestell die Masseabnahme mit eingebaut. Ihr seht, ich mache das, habe ich auch schon in anderen Videos gezeigt, mit Telefondraht. Den wickel ich 1,5 Mal um die Achse. Und der große Vorteil ist, wir haben einen enorm geringen Rollwiderstand. Also die Achsen rollen von alleine noch. Das heißt, der Wagen, wenn man den auf eine Steigung stellt, rollt er die Steigung runter. Das kann man mal versuchen, wenn man Blattfedern unter den Wagen hat, dann klappt das nicht mehr. Ja, dann geht es jetzt los mit den kleinen Laternen. Nun kümmern wir uns um die Rücklichter. Ich nehme folgenden Draht. Das ist von einem alten Märklin Motor, der Spulendraht, der ist schwarz, den sehe ich nachher fast gar nicht, den brauche ich auch nicht lackieren, oder der ist geschwärzt, der ist nicht ganz schwarz. Und hier haben wir unser diesmal ein Rücklichter, den Gleichrichter brauchen wir im Wechselstromfall. Braucht er nicht verwendet werden. Die bunten Drähte würden auffallen. Wir haben die beiden Vorwiderstände und die beiden Laternen. Und jetzt muss ich mir, hier ist das rote Licht. Und jetzt werde ich mir gleich mal was ausdenken, wie ich die Drähte so biege. Sie sind Gott sei Dank im ersten Teil lackiert, damit sie keinen Kurzschluss machen. Und wie ich das so zusammenlöte. Und das zeige ich euch dann gleich, wenn ich das fertig gemacht habe. Da ist meine Schaltung. Und zwar, hier sind zwei Anschlussdrähte dran,
Ich hoffe, ich versuche mal heller Hintergrund, vielleicht geht das besser. Da ist das eine Beinchen, das andere Beinchen, die fahren mit Wechselstrom, deswegen steht der Anleitung, ist es egal. Beide brauchen einen Vorwiderstand, das heißt, das eine Beinchen von der ersten Laterne ist hier angelötet, das andere da. Das heißt, hier geht das direkt zur Lampe und hier über den Vorwiderstand und umgedreht ist das unten so. So haben beide einen Vorwiderstand. Das wird nachher hier untergeklebt, aber vorher werde ich das noch anmalen. Ich habe hier zwei kleine Schrumpfschläuche noch drauf gemacht, damit ich sicher bin, auch wenn das nachher angemalt ist, dass wir hier keinen Kurzschluss kriegen. Ich habe es getestet. Was auch noch zu sagen ist, ich habe nicht die original 10 Kilo Ohm Widerstände genommen, weil mir sind die LEDs oft zu hell bei Fiesmann. Ich habe 20 Kilo genommen. Die sind leicht dunkler. Mir gefällt es besser. Und ich nehme jetzt eine Grünfarbe, die ähnlichste, die ich hier hatte, und male das jetzt mal alles an und lasse das trocknen, bevor ich das hier verklebe und die Leitung verlege. Und wenn ich das dann verklebe und die Leitung verlegt habe, dann zeige ich euch wieder, wie ich das gemacht habe. Jetzt habe ich das hier schon mal grün angemalt. Das passt nicht hundertprozentig, aber ich hatte den genauen Farbton nicht da. Und habe mir jetzt über die Kabelverlegung leichte Gedanken gemacht. Ich habe die Drähte schon eingezogen. Und zwar wird der eine Draht hinter diesem Pfosten hier, hinter diesem Pfosten runterlaufen, kommt hier durch, da sieht man das schon, und springt dann unter den Wagenboden, um dann hier an Masse zu gehen. Der andere wird da oben hinten fixiert. Das werde ich mit Kreppband am Anfang machen und werde dann mit Buchbindeleim, genauso wie das hier, alles verkleben. Und auch der springt dann an dem Pfosten hier hinten runter durch den Handgriff unter den Wagen und geht dann an die Kupplung. Wenn ich alles fixiert und mit Buchbinderleim befestigt habe, dann gibt es das nächsten Teil. Der Buchbinderleim hat den großen Vorteil, dass er klar abbindet, flexibel ist und man kann es auch wieder alles zurückbauen. Also ich habe an dem Wagen jetzt überhaupt nichts gebohrt. Ich habe keinen Kleber verwendet, der den Wagen zerstört. Das wird nachher komplett rückbaubar sein und man sieht nichts mehr. Das ist bei mir immer, bei meinen Umbauten, finde ich immer wichtig. Grob habe ich jetzt die Leitung fixiert. Und zwar, ich versuche es mal aufzunehmen. Hier geht die eine runter. Man kann das kaum erkennen, das soll ja auch so sein. Das wird nachher hier auch festgeklebt. Die andere Leitung, die läuft oben im Dach. Ich weiß nicht, man kann nur die Fixierung wahrscheinlich gut erkennen. Die läuft einmal durch, auch bis hier vorne. Und das werde ich jetzt mit Buchbinderleim fixieren, damit das trocknen kann. Und dann kann ich die Teppichkleber wieder abziehen, weil die rutschschutzfrei sind. Und so sieht das nachher am Ende aus. Ich finde, das sieht echt cool aus und akzeptabel. Also bei so einem Wagen Rücklicht haben, glaube ich, nicht viele. Nun habe ich die Verdrahtung fertiggestellt. Der Kleber ist noch nicht komplett abgebunden, deswegen sieht man noch weiße Stellen, aber man kann auch schon klarer erkennen. Ich versuche das mal, also das eine Kabel geht jetzt hier über den kompletten Zug nach vorne, geht hinter dieser Strebe runter und hier unten durch, und hier habe ich es einmal um dieses
Trittbrett gewickelt, damit der Draht sich hier bewegen kann, aber nicht losrüttelt. Und habe ihn dann an die Kupplung angelötet. Es hat sich herausgestellt, dass hier hinten das nicht so schön ist. Hier ist es deutlich angenehmer, handzulöten. Auf der anderen Seite geht das Kabel hier runter. Dann folgt es genauso hier durchs Trittbrett und wird dann hier angelötet. Und jetzt kommen da noch ein paar Wagen drauf und dann gibt es natürlich auch noch final ein kleines Videoteil, wie die Dinge aussehen. Bis gleich. Und nun fertig auf der Anlage. Ich finde, er ist sehr gelungen. Auf der Anlage sieht man keine Kabel. Ja, jetzt werden wir richtig sagen, da hätte aber noch ein Auto mehr drauf gepasst. Ja, es wären auch 10 gegangen. Ich zoome euch noch mal ein bisschen ran. Der Autotransportwagen von Roco mit Rücklicht. Viel Spaß beim Nachbauen.